Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Tesla-Aktie an, aktuell im Sinkflug. Mal sehen, wo meine nächste Unterstützungszone und aktuelle Widerstandszone ist. Wir werden uns auch die Bilanzdaten ansehen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und ihr könnt das Video auch gern teilen, damit andere Zuseher auch die Informationen bekommen. Viel Spaß mit meiner Analyse. Die Tesla Incorporated ist im Consumer Dictionary Sektor tätig und hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search eingeben, dann seht ihr auch den aktuellen Kurs der Aktie. Currency Exchange, also auch sehr wichtig, denn aktuell leben wir ja im Euroraum und wir kaufen die Aktie in Dollar, weil die amerikanische Firma ja im Dollarraum unterwegs ist. Und wenn wir 10.000 Euro in Dollar wechseln, haben wir ungefähr 10.400 US-Dollar. Geht das Währungsbasket gespielt das gegen uns, das heißt der Euro wird stärker um 25%, dann sind diese 10.400 Dollar nur noch 8.065 Euro wert. Läuft es für uns und der Dollar wird schwächer um 25% und Dollar stärker, dann sind diese 10.414 Dollar 13.160 Euro wert. Also wichtig, auch das Währungsbasket anschauen, denn es kann auch gegen uns laufen. Hier sind wir in der Balance Sheet, Liquidity Seite, also in der Basisbilanz. Als Bilanzjahr 2017 bis Q3 2022, Bilanzschlussjahr ist immer der Dezember. Wir sehen, dass die kurzen Verbindlichkeiten um 220% angestiegen sind in dieser Zeitperiode und die langen Verbindlichkeiten um minus 77% und die Gesamtverschuldung um 42%. Wir sehen auf alle Fälle auch, dass das Eigenkapital in dieser Zeitperiode um 841% mehr ist wie im Jahr 2017. Und die Bilanzsumme hat sich um 160% erhöht. Wir sehen auf alle Fälle auch hier, die Aktienstückzahl wurde auch erhöht im Jahr 2020 und auch regelmäßig wurden die Stückzahl erhöht. Das heißt, es wurden immer neue Aktien auf den Markt rausgegeben. Für uns Aktionäre, die im Jahr 2017 gekauft haben, ist das nicht gut, denn unser Stimmrecht ging ungefähr um 40% retour. Shares Equity Ratio, Credit Worthiness, also die Eigenkapitalquote, eine Bilanzsumme und kann das Operate Income, die Langfristigkeiten auf Null setzen. Wir sehen, das Eigenkapital war im Jahr 2017 knapp 15% und nun haben wir die 42% Hürde überschritten und sogar die 50% Hürde überschritten. Das heißt, die Firma hat sehr viel Eigenkapital, aber das Eigenkapital wurde auch durch Aktien, neue Aktien erhöht. Operate Income zu Langfristigkeiten. Wir sehen im Jahr 2017, 18, 19 hatten wir ein negatives Betriebsergebnis. Im Jahr 2020 wurde es positiv und auch in Q3 2020 ist es fast gegenüber 2021 fast um 100% mehr Betriebsergebnis, was auf alle Fälle sehr gut und wir haben auch den besten Faktor mit 0,17 aktuell. Hier sind wir im Monatsstart. Im Monatsstart sehen wir hier auf alle Fälle mal eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die Nackenlinie, wo er war hier mit den 197,27, die wurde unterschritten. Wir haben das noch nicht abgeschlossen. Wichtig ist auch, der Dezember soll auch drunter bleiben, geht er wieder drüber, könnte es wieder hochlaufen auf die 261 aktuell. Bleiben wir drunter, ist die nächste Unterstützungszone die 133,71. Das sehen wir hier aus dem Jahr 2020, war es eine Unterstützungszone, ist jetzt auch eine Unterstützungszone. Und die 197, die hier eine Unterstützung haben, sind jetzt eine Widerstandszone, falls wir auch im Dezember drunter bleiben. Darum wichtig, abwarten, was der Dezember macht. Hier sind wir in der Income Statement Cashflow Seite. Also der Umsatz wurde vom Jahr 2017 Dezember bis in die letzten vier Quartale zusammen addiert, um sage und schreibe 537% erhöht. Der Rohertrag um 797%. Das Betriebsergebnis kann nicht berechnet werden, da der Wert im Minus war im Jahr 2017. Aber wir sehen vom Jahr 2020, 2021 und den 12 Month haben wir auf alle Fälle eine sehr große Steigerung, sogar 100% mehr wie im Jahr 2021. Nettomäßig sehen wir auch das Gleiche. Nettomäßig haben wir auch in der 12 Month Bilanz 100% mehr wie im Jahr 2021. Auf alle Fälle sehr gut. Bargeld haben wir auch eine schöne Erhöhung. Das sehen wir hier mit 408%. Das Bargeld wurde auch erhöht aufgrund dieser neuen Aktien, die auf den Markt gegeben worden sind. Und dadurch wurde auch das Bargeld erhöht und auch die Eigenkapitalquote auf der Passivseite. Freier Cashflow ist auch immer vorhanden und auch sehr hoch mit 265% mehr wie im Jahr 2017. Dividende zahlt die Firma aktuell noch keine. Vielleicht kommt ja mal eine, wenn der Elon Musk sagt, juhu, wir zahlen Dividende.
Finanzdaten in der Trailing 12-Month-Bilanz und 5-Jahres-Durchschnitt. Wir sehen, dass der Umsatz immer 100% ist. Rohertragmäßig haben wir in der Trailing 12-Month-Bilanz 27%, was überbleibt. Und in dem 5-Jahres-Schnitt waren es ca. 22%. Da haben wir uns auch verbessert. Betriebsergebnismäßig haben wir in der Trailing 12-Month-Bilanz 16,51%, was überbleibt. Und im 5-Jahres-Schnitt war das nur 4,49%. Nettomäßig bleiben aktuell ungefähr 15% über und in der 5-Jahres-Durchschnitt waren es 1,7%. Das heißt, wir haben uns im letzten Quartal, in den letzten 4 Quartalen auf alle Fälle sehr gut verbessert. Hier sind wir aktuell im Wochenchart, das sehen wir hier mit dem W. Und wir sehen im Wochenchart auch tief, hoch, tief, neues Tief, kein hier, kein neues Hoch. Hier war es auch ein tieferes Tief, wieder jetzt ein neues Tief. Jetzt ist die Frage, kommen wir über die 197 hinaus oder fällt der Kurs auf 133 runter? Wichtig ist, wie im Big Picture auf Monatsbasis, November drunter, Dezember kann wieder drüber gehen, dann ist es wieder positiv. Bleibt der Dezember auch drunter, kann im Jänner der Abverkauf starten. Darum wichtig, beobachten. Und der kleine Durchschnitt ist auch abwärts gerichtet. Aktuell, wann würde es wieder positiv werden, wenn wir über die 197 hinausgehen oder über diesen Höchstkurs hinausgehen und dann hätten wir die nächste Widerstandszone bei 260. Das war ja hier auch eine schöne Widerstandszone. Darum haben wir die Range, wenn wir über diese blauen Kreis hinausgehen, sehr gering mit knapp ca. $30. Das wären ungefähr 10%. Darum wichtig aktuell, abwarten, was im November passiert und im Dezember. Finanzdaten, Return Equity haben wir ungefähr 18,30% aus dem Full Year, also aus dem 21-Jahr Geschäftsjahr, nicht Trailing 12 Month. Preis Sales haben wir mit 11,25, da liegen wir auf alle Fälle sehr hoch. Entweder müssen die Umsätze noch höher gehen oder der Kurs muss runtergehen. Preis Buch Sales haben wir mit 20,53 auch sehr hoch. Das heißt, entweder mussten neue Aktien auf den Markt gegeben werden, damit das Eigenkapital höher wird, oder der Kurs muss runtergehen. Denn das Eigenkapital pro Aktie liegt bei $8,91. Bargeld wäre $5,35 und freie Cashflow 5,76. Long-Term Debt to Equity, also den Faktor, haben wir 0,14. Das heißt, die Langfristigkeiten sind niedriger wie das Eigenkapital aktuell. Und die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital ist Faktor 1,06. In der Trailing 12-Month-Bilanz liegen wir drüber. Das heißt, wir sind schon unter 1 aktuell. Der Kurs an der Börse ist aktuell $182. Wir sind also unter den $197. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung. Die Earnings per Share Trailing 12-Month sind 3,25. Freie Cashflow pro Aktie ist 5,76 aus dem vollen abgeschlossenen Geschäftsjahr 21. Das KGV liegt mit den Trailing 12 Month Earnings per Share bei fast 57, ist auf alle Fälle mal sehr hoch. Das Earnings per Share, der Durchschnitt der letzten 5 Jahre war 0,17. Da haben wir das KGV mit 1000. Das heißt, wir liegen über 22,5, also extrem teuer. 5 Jahres freier Cashflow liegt bei 2,86 pro Aktie. Da haben wir einen Faktor 64 zum aktuellen Kurs. Ist auch nicht gerade optimal. Dividende zahlt die Firma ja keine, darum haben wir hier mal nichts zum Besprechen. Buchwert sehen wir hier mit 8,91. Fairer Wert wäre aus Buchwert und Earnings per Share 25,52. Fairer Wert aus dem 5 Jahre Earnings per Share plus Buchwert aktuell wäre 5,81. Und aus dem Nettozuwachs wären es 27,63. Das heißt, wir liegen da sehr weit entfernt von den Fernwerten. Falls euch die Information bis jetzt gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen geben und natürlich auch nicht vergessen, das Video teilen, damit andere Zuseher auch das Video als Informationsquelle bekommen. Core Contraction. Also das Eigenkapital wurde um sage und schreibe 64% erhöht, wurde aber auch erhöht aufgrund der neuen Aktien, die auf den Markt gegeben worden sind. Stückzahl wurde ja erhöht. Der Nettoumsatz ist jetzt aktuell in der 12-Month-Bilanz 100% höher wie im Jahr 21 nettomäßig, ist auf alle Fälle sehr gut. Aber mal schauen, ob die Steigerung weitergegeben werden kann so. Vorausschau, Wachstum oder Schrumpfung. Falls sich das Eigenkapital nochmal um 48% erhöht wird, also wieder mit neuen Aktien auf den Markt gegeben werden und die Earnings per Share um 50% höher liegen, dann haben wir folgende Werte. Die Earnings per Share liegen dann bei 4,88 pro Aktie.
Der Buchwert liegt dann bei 13,19. Das Buchwertverhältnis wäre dann 13,86, auf alle Fälle auch sehr hoch, denn 3 wäre optimal. Fairer Wert aus Buchwert und Earnings per Share 4,88 wäre 38,03 und mit dem Nettozuwachs wären es 41,44. Mal schauen, wie es in Zukunft aussieht und ob die 133 als Unterstützungszone hält oder wir über die 197 wieder hinausgehen im Dezember. Darum Achtung, aktuell beobachten, kein Kauf. Hier findet ihr weitere Videos von mir. Viel Spaß beim Anschauen.